Scheiß Wetter. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Bitte sammeln, das ist super. Golden Girlie. Aber es ist gerade voll ein schönes Bild, weil es alles so pink ist. Wenn man sich vorstellt, dass es so pink und pink ist, dann finde ich das eigentlich ganz süß. Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe ein paar Kommentare auf TikTok bekommen, dass ich mal ein Video drehen soll, bei dem ich ein bisschen Motivation verbreite. Und ich dachte mir, ich mache das. Deswegen werden wir zusammen jetzt die nächsten 4 Tage richtig produktiv sein. Heute ist Dienstag, es ist jetzt schon 16.40 Uhr. Ich war in der Schule schon sehr produktiv. Wir fahren jetzt zusammen ins Gym und ich möchte, dass ihr dieses Video über auch irgendetwas Produktives macht. Räumt auf nebenbei. Lernt nebenbei, zeichnet nebenbei, egal. Irgendwas Produktives müsst ihr machen, wenn ihr euch dieses Video anschaut. So, ich habe mein Sportoutfit an. Ich wollte nur einmal noch schauen. Eigentlich wollte ich mir noch ein Oversize-T-Shirt mitnehmen, weil es irgendwie super kalt draußen ist. Wir hatten am Montag richtig schönes Wetter. Es waren 26, 27 Grad. Und heute ist es irgendwie wieder so kühl und windig und nachher soll es auch regnen. Also es ist irgendwie einfach scheiß Wetter. Naja, egal. Ein Hoodie will ich mir jetzt auch nicht anziehen. Sagen wir überleben das heute einfach so noch. Ja. Here we are. Es ist so windig und so kalt. Ich hätte eigentlich fast noch einen Mantel zu der Jacke mitnehmen sollen, aber jetzt sitze ich schon im Auto. Ich bin wieder im Auto. Seht ihr das? Es ist einfach so schlimm am Regnen irgendwie. Boah, es ist mega kalt. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Es ist so kalt und es... Oh. So Leute, ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt hören. Das ist jetzt nicht so eine schöne Perspektive. Ich bin gerade zur Haustür reingekommen. Da meinte mein Dad, ob ich nicht noch kurz mit der Holly Gassi gehen kann. Die Holly freut sich. Schritte sammeln, das ist super. So, ihr Lieben, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe zu Abend gegessen und war jetzt einmal schön duschen. Jetzt gerade ist es 21 Uhr und ich werde jetzt anfangen zu lernen. Ich habe hier schon alles ausgebreitet und ich werde jetzt 2 Stunden lang lernen. Ich kann jetzt natürlich nicht 2 Stunden filmen, aber ich werde mir jetzt einen Timer setzen und dann einmal schön losstarten und den Abend noch produktiv beenden. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Okay, liebe Leute, kurze Planänderung. Ich wollte jetzt eigentlich was für die Schule tun, aber meine Mom ist mit der Holly momentan immer so ein bisschen in der Hundeschule mäßig. Und heute ist der letzte Termin und ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, einmal mit ihr mitzufahren noch. Und bin jetzt von 7 bis um 8, also eine Stunde, sind wir jetzt mit der kleinen Holly hier, die wartet schon. Ganz gespannt sind wir in der Hundeschule.
all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Okay, Leute, ich bin wieder zu Hause. Ich werde jetzt einmal schnell Abendessen, denn es ist schon 20 Uhr 40 fast. Ich gehe jetzt einmal schnell essen und dann lerne ich. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich melde mich jetzt heute. Ich habe gestern noch gelernt, aber mein Speicherplatz war voll, deswegen konnte ich die Videos nicht speichern. Heute habe ich nur ein paar Termine vormittags und ich gehe dann mit einer Freundin Kaffee trinken und ein bisschen in die Stadt shoppen. Bin ich heute ein bisschen länger in der Schule, aber danach fahre ich ins Gym und dann nach Hause und dann werden wir den Tag noch produktiv zusammen beenden. Hallo Leute, es ist jetzt schon nachmittags, um genau zu sein, ist es eigentlich schon abends, es ist um 6 jetzt. Ich bin jetzt nach Hause gefahren, beziehungsweise nicht nach Hause, weil ich jetzt hier beim Parkplatz zum Gym stehe. Ich gehe jetzt nämlich einmal noch schnell eine Stunde ins Fitness und fahre danach nach Hause. Dann werde ich essen, dann werde ich lernen, duschen, schlafen. Also ja, wir beenden den Tag einfach zusammen, schön produktiv. Also, ich habe jetzt nur circa eine halbe Stunde Cardio gemacht. Mir geht's nicht so gut und jetzt fahre ich heim. Okay, Leute, wie das manchmal so ist an manchen Tagen. Ich habe den ganzen Abend nur prokrastiniert. Ich habe nichts gemacht. Ich war gerade noch duschen, habe mir eben noch die Haare geföhnt. Ich habe nicht gelernt. Ich habe einfach nichts gemacht. Und ich bin auch so müde. Der Tag war emotional irgendwie so anstrengend, dass ich einfach nur noch schlafen will. Wir haben es jetzt, glaube ich, eh schon fast wieder um 11 und ich muss morgen wieder um 6 aufstehen. Also schaffe ich auch irgendwie meine 7-8 Stunden Schlaf nicht. Das ist irgendwie alles nicht so optimal, aber ich habe noch genug Zeit. Also es ist nicht so wild. Eine Freundin unterschreibt gerade ihren Arbeitsvertrag und ich warte auf sie. So Leute, jetzt kann ich mich auch endlich mal bei euch melden. Wie ihr seht, bin ich gerade draußen. Ich bin gerade mit der Holly einmal noch eine kleine Runde Gassi. Ihr habt jetzt gesehen, ich war nach der Schule noch kurz mit meiner Mutter zusammen. Wir waren beim Eisessen. Weil ich sie auf dem Heimweg, habe ich in die Familiengruppe gefragt, ob jemand noch... Holly! Holly! Hier! Na, sag mal. Irgendwas hat sich in der Wiese versteckt. Okay, auf jeden Fall habe ich in die Familiengruppe gefragt, ob ihr einmal Eis essen gehen wollen, weil das Wetter heute so schön war. Und wir waren danach noch ein bisschen bei uns in dem Einkaufszentrum unterwegs. Da sind so ein paar verschiedene Geschäfte und ich mache euch auch nachher noch einen kleinen Haul, denn ich habe auch ein paar Sachen gekauft. Mehr wird heute nicht mehr passieren. 20.20 Uhr, es ist 20 nach 8. Wir haben April, Anfang Mitte April und es ist einfach hell bis um 8. Das ist so wunderschön. Ich genieße das so sehr. Also, ihr seht, ich habe den Pulli jetzt einmal schon mal an. Ich zeige euch den gleich noch im Stehen. Aber ich habe mir jetzt kurz überlegt, ich möchte die Sachen, die ich gekauft habe, euch ja zeigen. Also ich habe hier einmal so schöne Ohrringe gekauft. Ich bin nämlich eigentlich ein Silbergirlie, aber ich habe halt eine goldene Kette. Und ich möchte eigentlich am liebsten auf Gold umsteigen, aber ich bin ein sehr heller Hauttyp. Und ich bin auch kein rosaner Hauttyp, sondern eher ein gelber Hauttyp, sage ich jetzt mal. Genau. Deswegen hatte ich immer das Gefühl,
dass mir Silber einfach besser passt, weil es eben zu meinem eh schon recht kühlen Hauttypen passt. Und mit Gold sah ich halt irgendwie immer nur, also sieht schon gut aus, aber ich bin einfach ein bisschen zu blass für Gold, fand ich. Und jetzt habe ich mir nochmal eben diesen Goldschmuck geholt. Ich habe auch viel Goldschmuck eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Die Vergoldung ist da irgendwie anders. Und jetzt habe ich mir die hier eben einmal geholt. Ich probiere die einfach gleich mal an. Weil ich die so schön fand. Die sind zwar ultra schwer, aber ich fand die richtig schön. Das ist jetzt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil so große Ohrringe hatte ich noch nie so richtig dran. Und die sind halt, wie gesagt, recht schwer. Dann habe ich mir noch ein Ringset gekauft. Und zwar sind das drei so Ringe. Der eine ist halt mit ein bisschen Glitzer, der andere ist einfach so gewellt und der andere ist einfach so ganz schlicht und normal. Ich mache die eben mit meinem Augenbrauenrasierer auf. Ich habe gerade keine Schere hier. Ich finde die eigentlich ganz süß, auch so in der Kombi am Finger. Fand ich die irgendwie richtig cute. So ein bisschen golden girly. Wenn ich dann meine Haare auf habe, dann sieht es sowieso nochmal besser aus, weil ich eh finde, dass ich mit offenen Haaren aussehe wie ein anderer Mensch. Das habe ich nicht heute gekauft, das habe ich vor ein paar Tagen gekauft. Ich wollte den unbedingt noch ausprobieren und so habe ich mir von Essence den Baby Got Blush gekauft. Und das ist dieser Liquid Blush und ich möchte den jetzt unbedingt ausprobieren. Ich nehme einmal meine Brille ab. Und ich möchte auch einen Vergleich machen, wenn ich es einmal mit meinem Beauty Blender eintupfe und einmal mit dem Pinsel. Der ist noch so richtig kuschelig weich. Man kann den auf- und zudrehen. Seht ihr das? Man sollte ihn aufdrehen, ne? Sonst kommt da wenig raus. Ups. Der ist ein bisschen arg kräftig, aber ich finde es schön. Ja, mit Brille auf sieht man natürlich wieder nicht so viel davon, aber der ist richtig süß. Ich habe irgendwie eine Sucht allgemein momentan nach Blushes, so creamy Blushes. Ich hab mir auch den von Revel Loves Me gekauft, jetzt habe ich den. Dann habe ich hier meinen normalen Creamy Blush. Dann habe ich noch Puder Blush, dann habe ich noch den hier von Manhattan. Aber es ist gerade voll das schöne Bild, weil es alles so pink ist. Okay, genug davon. Die ist jetzt richtig wack geworden, aber wenn man sich vorstellt, oh nee, das geht gar nicht. Wenn man sich vorstellt, dass es so pink und pink ist, dann finde ich das eigentlich ganz süß. So, das hier ist der Pulli. Ich finde, der fittet unnormal gut. Ich habe jetzt schon so eine Schlafhose an, aber der fittet irgendwie geil. Der ist, wenn ich so die Arme locker schüttel, dann geht der über die Handflächen. Der ist eh total weich und ich liebe den Stoff. Das war es eigentlich auch schon wieder mit meinem Haul. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Ringen und den Ohrringen haltet. Ich finde jetzt so, wenn ich mich jetzt so ein bisschen damit gesehen habe, dann finde ich die sehr schön. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Ciao!